Herzlich willkommen bei diesem Wochengruß 23.0x, ja. Weil wir nicht wissen, ob es der 23.00 ja. oder der 23.0 irgendwas. Aber du hast mir verboten nachzugucken. Jetzt haben wir einen Konflikt. Caroline, kannst du das moderieren? Wir haben das Wochenende Konfliktmanagement hinter uns gebracht und haben wir beschlossen, dass wir uns diesen Wochengruß überstreiten werden. Ja. Aber wir sind Beziehungstypen, wir können das nicht so gut. Ja, das ist eine nette Geschichte, die Sie so erzählen. Also ich kann mich da an einige Streits mit Beziehungstypen erinnern. Entwickelte Beziehungstypen. Ja. Das ist ein neues Thema. Ich teasere das schon mal und es ist ja ein Wochengruß vor allem für die Community und deswegen kommt am nächsten Update Supervisionsfreitag dazu, weil ich ja in diesem Wochenende, ich habe dir das ja gesagt, du fandest ja nicht so spannend den Gedanken, aber ich finde ihn trotzdem spannend. Mhm. Es gibt ja nicht nur drei Arten von Beziehung, ich glaube auch, es gibt drei Arten von Konflikt. Den Konflikt im Beziehungsbereich, den Konflikt im Erkenntnisbereich und den Konflikt im Handlungsbereich und die brauchen drei Arten von Konfliktmanagement. Glaube ich. Meine Stimme ist übrigens heute ein bisschen angegriffen, weil ich nur 3 Stunden geschlafen habe, was aber irgendwie auch geil war, um 3.58 Uhr aufzustehen. Muss ich ja mal einfach hier sagen. Ja, wir haben uns gestritten. Also zu der Idee, und die hattest du heute Morgen eigentlich auch schon ein bisschen egalisiert, dass das, was man, oder ein bisschen anders formuliert, dass das, was man typischerweise unter einem Konflikt versteht, eigentlich der Konflikt im Beziehungsbereich ist. Dass der Konflikt an der Stelle eben auch startet im Beziehungsbereich. Und dass eben viel von dem, was man eben im ersten Schritt tut, in Konfliktlösung, ist ja erstmal gegenseitiges Verständnis, die andere Position zu paraphrasieren und so weiter. Das ist der Beziehungsbereich, ja. Nein, ja. Und das ist dann eben der Erkenntnisbereich. Und erst wenn der Erkenntnisbereich gelöst ist, dann kann man eben in die Verhandlung gehen, in den Handlungsbereich. Das wäre meine Perspektive dazu. Cool. Aber ich stimme dir insofern auch zu, dass man natürlich das Muster von Konflikt auch im Erkenntnisbereich und im Handlungsbereich haben kann. Und dass es dann vielleicht im Erkenntnisbereich eher sowas wie eine Debatte oder eine Diskussion oder sowas ist. Und im Handlungsbereich fehlt mir noch ein bisschen das Wort. Verhandlung. Ja. Weil Handlung, Verhandlung. Es ist okay, wenn wir darüber noch ein bisschen nachdenken. Gut. Nein, ich habe recht. Dann muss Monique jetzt sagen, wie es wirklich ist. Ja, hatten wir im Handlungsbereich nicht so die Konfliktlösung im Unternehmen? Genau. Und dann nach der Lösung Business sucht, wirklich Ziele. Business, und man sucht nach einer praktischen, gemeinsamen Lösung, was man gemeinsam tun kann. Ja. Das ist für mich eine Verhandlung. Okay. Genau. Im Übrigen hatten wir hier als Rollenspiel auch das aktuelle Thema Ukraine. Weil ich finde, NLP sollte auch sich mit den aktuellen Themen beschäftigen. Ich wiederhole nochmal den einen Teil, ich habe darüber mal ein Webinar gemacht, weil ich finde es wirklich für mich nach wie vor schockierend, sich mir klarzumachen, dass es eine bestimmte philosophische Richtung gibt, Postmodernismus, radikaler Konstruktivismus, in der Versuch zu verstehen als Aggression empfunden wird, weswegen man also sagt, dass es in vielen Fällen überhaupt nicht wünschenswert ist, die andere Seite zu verstehen. Also ich glaube, an diesem Punkt sind wir als NLPler komplett krass der Meinung, verstehen ist normalerweise eine gute Sache. Ich habe gelernt in meiner damaligen NLP-Ausbildung den schönen Satz, verstehen kommt vor verstanden werden. Verstehen ist die Grundlage für eine Beziehung und für eine Konfliktlösung. Ich glaube, was da missverstanden wird, ist, dass Verstehen gleichgesetzt wird mit ich bin der Meinung des anderen. Und ich glaube, das wird so verwechselt und wir dröseln das ja im NLP auseinander. Das heißt, wir können verstehen und trotzdem anderer Meinung sein. Ja, ich meine, es ist das Birkenbildsche Inselmodell. Jeder lebt auf seiner Insel und ich gehe halt auf die Insel der anderen Person und gucke mich da um und verstehe dessen Terrain und versuche nicht jeden auf meine Insel rüberzuziehen. Aber der Gedanke, dass es nicht erstrebenswert ist, jetzt mal aktuell im Ukraine-Konflikt Putin und Zelensky beide zu verstehen, also das ist, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber dass es überhaupt gar nicht erstrebenswert ist, zu verstehen, das macht mir als NLPler ein bisschen Sorgen. Ich bin ein Freund des Verstehens. Ja, und da haben wir auch wirklich praktische Übungen dazu gemacht, fast den ganzen Tag sogar, wo es ums Verstehen geht. Och, sie hat gesagt, wir haben den ganzen Tag praktische Übungen gemacht.
Sollen wir die Wahrheit sagen? Naja, ich zähle die Demos auch als praktische Übungen. Die haben mich wieder fast den ganzen Tag reden lassen. Und immer gesagt, mehr reden, mehr reden, mehr reden. Und ich habe gesagt, üben, üben, üben. Und die haben gesagt, nein, reden, reden, reden. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, dass es ja nicht nur darum geht, Putin und Zelensky zu verstehen, sondern auch die Leute, die bei dem Thema anderer Meinung sind. Und da hatten wir eine schöne Demo dazu. Vielleicht kann die den Ablauf jemand anders erklären, aber ich fand es schön, einfach zu sehen, dass sich zwei Menschen in einer Übung, wo man auch verschiedene Positionen einnimmt, einfach über dieses Thema unterhalten und sich versuchen zu verstehen und nicht gleich, sagen wir mal, sich anfeinden. Wir haben heute wirklich fast den ganzen Tag geübt, ich nehme mal das Wort, in eine andere Position zu gehen und etwas aus einer anderen Position zu sehen. Und das ist schwer, aber ich finde, es ist auch total spannend. Also ich bin ja bekennender Jordan Peterson-Fan und Jordan Peterson meint, das ist im Grunde der abgefahrenste Trip, den das Leben überhaupt bereithält, dass man mal wirklich ein Thema wirklich aus der Position eines anderen Menschen betrachtet. Und eben nicht nur betrachtet, sondern wirklich auch erlebt. Also das war ja heute auch mein neuer Gut. Also ich schlage mal nochmal einen Bogen zurück zu Postmodernismus und dass manche Menschen Schwierigkeiten damit haben, verstanden zu werden. Ich glaube, solche Menschen haben eine Erfahrung gemacht, dass andere Menschen ihnen gesagt haben, na, nun sag doch mal, wie du es meinst, erklär dich doch mal. Und dass das natürlich ein Stück weit das Problem, um was es geht, auch auf die andere Person ankert. Und das, was wir heute da an der Stelle gelernt haben, fand ich so einen einfachen Trick, aber zu sagen, naja, okay, wenn ich jetzt in der Situation bin von dem, was du erzählst, wie wird es mir denn dann gehen? Ja. Also ich nehme währenddessen das Problem auf mich, ist eine wunderschöne Lösung, es dem anderen leicht zu machen, sich zu erklären und zu reflektieren, ohne dass er damit irgendwie in seinen Problemstate irgendwie reingehen muss. Ich glaube, dass ich auch verstehe, was das Problem ist, was der Postmodernismus benennt, nämlich, dass ich behaupte, ich würde dich verstehen, aber in Wirklichkeit sortiere ich dich in meine Schubladen ein. Ja. Aber da verstehe ich dich nicht. Ja. Das ist kein Verstehen, aber daraus zu schließen, das ist Verstehen, wenn ich dich in meine Landkarte einsortiere und deswegen ist Verstehen übergriffig, finde ich einen Schritt zu viel. Ja. Jetzt bist du still, ne? Ja. Dann machen wir jetzt den traditionellen Überblick über die letzte Woche und die nächste Woche. Mhm. Also, gestern gab es einen Newsletter, der war gut, ne? Das ist der mit dem logische Ebene 3, Warkok, mit den Metaphern, lies ihn, der lohnt sich. Heute gibt es einen Wochengruß, in dem bist du gerade drin. Am Dienstag kommt ein, wir können mal wieder einen Podcast machen. Wir könnten mal wieder einen Podcast machen. Wir haben doch mit einer Österreicherin. Ja, aber der kommt erst in 2 Wochen. Nein, also, der ist nächste Woche. Ja, aber kommt der übernächste Woche? Aber ich brauche für diesen Dienstag noch einen Podcast. Ja, irgendwas wird mir einfallen. Morgen kann ich nicht. Schade. Ja. Aber wir können auch mal zu zweit mal wieder einen machen. Das wäre schön, ja. Oder vielleicht sogar wir zwei mit Caroline zusammen. Zu dritt? Ja. Okay. Welches Podcast-Thema hättest du gerne, dass Caroline mit Daniel und mir bespricht? Schreib's da unten drunter. Unten drunter in die Kommentare. Du darfst dir alles wünschen. Wie sagen die YouTuber immer, abonnier die Glocke, die da irgendwo da in dem Bild ist. Genau. Glocke. Genau. Weil wünschen dürfen sich alles, ne? Ja. Und dann gucken wir, ob wir es erfüllen. Genau. Ich glaube, am Donnerstag bin ich im Studio Jablonski, oder? Kann das sein? Ja, und die Woche drauf bin ich. Genau. Ich glaube, ich bin am Donnerstag mit Status im Studio Jablonski. Wird sehr spannend, Status auf Zoom. Dann kommt Samstag wieder ein Newsletter und letzten Donnerstag war Dagmar im Studio Jablonski. Das heißt, das Video steht noch online. Mit Ressourcen. Nein, mit Ressourcen Arbeit. Dagmar ist Handlungstyp. Muss was getan werden. Weil das fand ich so beeindruckend, dass Dagmar als Handlungstyp schreibt, sie macht Ressourcen Arbeit. Wir hätten ausgeschrieben Ressourcen Erkenntnis. Ressourcen denken. Genau. Und du hättest. Nein, spüre deine Ressourcen. Aber Ressourcenparty passt auch. Okay. Danke. Das war die Woche. Gibt es noch was zu sagen? Community Update. Das ist doch auch öffentlich, oder? Ja. Das war nämlich auch letzte Woche. Ja, wir haben jetzt immer jeden einmal im Monat am Freitag vor dem Practitioner, das war also jetzt vorgestern und es wird wieder sein am 24. März, haben wir jetzt ein sogenanntes Community Update.
Das sind 1 bis 2 Stunden auf Zoom, wo erst ich das Neue aus den letzten 4 Wochen erzählen werde. Da würde ich bis 6 Mal ziemlich sicher erklären, die 3 Konflikte in den 3 Bereichen. Und dann gibt es 1 Stunde Zeit für Supervision, für eigene Themen, für was so anliegt, darüber zu reden. Und das ist nur Community intern, aber dieser Wochenkurs richtet sich ja auch primär an Community intern. Mhm. Also kann man da dabei sein. Und es gibt also ab Dienstag ist auch noch was Spannendes. Dienstag startet, ich habe nächste Woche jeden Tag einen Termin. Montag ist Masterclass. Das ist World of NLP intern. Dienstag startet die Storycode-Gruppe. Mhm. Mittwoch ist, haben wir da unseren Podcast-Termin. Mhm. Donnerstag habe ich Webinar. Freitag ist Co-Trainer-Circle. Und am Wochenende ist Master. Und dann denken die Leute, ich bin Erkenntnistyp. Ich fürchte, die Leute irren sich bitterlich. Vielleicht irre ich mich sogar in mir. Ja. Jedenfalls, Dienstag beginnt in der Community die Storycode-Online-Gruppe. Über die können wir nächstes Mal was sagen. Machen wir es wieder so wie immer. Ich habe angemacht, du machst aus. Mhm. Das ist sehr bewährt. Dann gebe ich das Mikrofon nach. Hier stehen Blumen. Pass auf, wenn du... Tschüss.